und herzlich willkommen zu einem neuen Schiffsrundgang. Und heute schauen wir uns die MS Lady Christina von Plantours an. Wie immer geht es mit ein paar technischen Daten los. Das Schiff wurde 2006 als Armadagio für Arma Waterbase gebaut, ist 110 Meter lang, 11,4 Meter breit, hat einen Tiefgang von etwa 1,75 Meter und kann bis zu 144 Gäste an Bord aufnehmen. Und ist seit 2023 für Plantours im Einsatz. Mit der Länge von 110 Metern kann das Schiff auch kleinere Häfen bequem anlaufen, hat ein paar Vorteile bei den Liegeplätzen. Und wie das Schiff von innen aussieht, das schauen wir uns heute an. Wie immer geht es auf dem untersten Deck los. Das ist das Piano-Deck und dort haben wir 15 Quadratmeter große Kabinen, die in dem Fall über kleine Fenster, die nicht geöffnet werden können, verfügen. Darunter auch 4 Einzelkabinen. Mehr gibt es hier unten gar nicht. Deswegen können wir direkt hier einmal durch diese Tür zur Treppe gehen und dann einmal nach oben gehen. Und damit sind wir auch schon auf dem Cello-Deck angekommen. Und das ist dann auch das erste Deck mit öffentlichen Bereichen. Hier sind wir schon im Atriumsbereich. Ihr seht, links gibt es einen kleinen Fahrstuhl, der zwischen dem Restaurant und dem Violindeck verkehrt. Wir werfen hier einmal ganz kurz einen Blick in den Korridor der 200er Kabinen hinein. Hier haben wir auch Kabinen mit 15 Quadratmetern, allerdings dann mit französischem Balkon. Eine solche Kabine zeige ich euch dann auch im nächsten Video. Wir sind wieder vorne und gehen jetzt erstmal wieder ein halbes Deck herunter. Der vordere Teil des Cello-Decks liegt nämlich ein halbes Deck niedriger. Davor haben wir hier die öffentlichen Toiletten und hier geht es nun runter in das Restaurant. Und das schauen wir uns natürlich auch einmal an. Ihr seht schon, wir haben große Panoramafenster, aber eben noch richtig maritim wirken mit diesen jeweils 3 Fenstern zusammen, aber mit Einzelfenstern. Heute bei etwas neueren Schiffen sind das gerne auch mal durchgehende Fenster. Mir gefällt es so viel besser, denn das wirkt viel maritimer. Wir haben bequeme Stühle, auch ausreichend Platz dazwischen und diese Raumtrenner sorgen auch dafür, dass es angenehm ruhig ist im Restaurant. Ja, wie das Essen an Bord so aussieht, das seht ihr natürlich dann auch in den nächsten kommenden Videos. Ja, also wirklich sehr schönes, gemütliches Restaurant und nun geht es wieder nach oben. Wir haben hier jetzt den Rezeptionsbereich, sind jetzt also schon auf dem Violindeck angekommen, im vorderen Bereich. Logischerweise auch ein halbes Deck niedriger. Hier haben wir die Rezeption und ja, eben generell das Atrium, großzügig und schön gestaltet das Ganze. Herzstück hier die Rezeption natürlich auch mit diesem auffälligen Kunstwerk. Direkt daneben haben wir einen Boardshop, wo ich verschiedene Souvenirs bekommen kann. Hauptsächlich ist das Schmuck, Tücher, aber auch Postkarten zum Beispiel kann ich hier erwerben. Und von hier aus gehen wir nun einmal ganz nach vorne in das Herzstück des Schiffes. Und das ist natürlich die Panorama-Lounge. Und die zeigt sich noch relativ klassisch, also noch nicht ganz so modern wie auf anderen Schiffen. Und genau das finde ich toll hier auf der Lady Christina, denn hier sind die Möbel wirklich unfassbar bequem. Also ich habe selten eine Lounge gesehen, wo man so bequem und gemütlich sitzt. Diese Sofas hier sind so weich, da fühlt man sich gleich wie zu Hause. Und mein persönliches Highlight hier vorne ist dieser Diamant, diese großen Panoramafenster im Diamantenstil. Toller Ausblick und dann auch noch diese Oberlichter. Also wirklich Licht durchflutet das Ganze, auch natürlich im restlichen Bereich, bodentiefe Panoramafenster verbaut. Und wie gesagt, die Sitzmöbel sind ausgesprochen bequem, vielleicht nicht der allermodernste Stil, aber das muss auch gar nicht immer sein. Es gibt genügend Schiffe, die extrem modern sind. Hier hat man den Vorteil, dass man unfassbar bequem sitzt. Übrigens auch diese Sessel sehr angenehm weich, also da sitzt sich's wirklich gut, da kann man viele Stunden sitzen, die Landschaft genießen, gute Getränke genießen, also wirklich sehr, sehr schön. Von hier aus kommen wir nach draußen. Hier haben wir auch eine Außenterrasse vor diesem Diamanten. Da kann man natürlich noch besser gucken. Es gibt auch ein paar Tische hier vorne, wo man sich gut hinsetzen kann. Also auch ein bisschen überdacht. Gerade wenn es regnet, kann man hier vielleicht auch noch trocken sitzen. Von hier aus geht es dann hoch auf das Sonnendeck. Im vorderen Teil natürlich auch wieder ein halbes Deck niedriger. Das heißt, dieser Bereich kann auch bei niedrigen Brücken geöffnet bleiben. Hier haben wir bequeme Lounge-Möbel. Der Bereich ist jetzt nicht sonderlich groß, aber ein paar Plätze gibt es eben, die auch bei niedrigen Brücken zur Verfügung stehen. Dann geht es weiter nach hinten, einmal am Steuerhaus vorbei. Und dann haben wir hier einmal den kleinen Whirlpool. Der ist auch beheizt, man sieht es auch ein bisschen erdampft, der war also auch hier während meines Besuchs beheizt, also ein klassischer Whirlpool, der hier verbaut ist.
und dann geht es nochmal ein halbes Deck höher auf den hinteren Teil des Sonnendecks. Hier haben wir im vorderen Bereich nochmal klassische Tische, wo man sich hinsetzen kann. Hier natürlich nochmal der Blick zum Whirlpool. Dann haben wir hier eine Joggingstrecke, die anmarkiert ist und da entsprechend dann auch die Sonnen liegen. Auch mit kleinen Tischen dabei, das ist auch sehr angenehm, wenn man eben mal ein Getränk mit hochnehmen möchte. Oder man kann natürlich auch hier oben bei der Crew bestellen, wenn das Wetter entsprechend ist. Kleines Schachfeld und dann haben wir hier Liegestühle. Gibt es auch noch so einen kleinen Minigolfplatz. Zumindest ist der noch vorhanden, ob der jetzt noch genutzt wird, weiß ich nicht. Weil es eben nur dieses eine Loch gibt, ist das Ganze sowieso eher klein. Und hier hinten haben wir dann auch nochmal Sonnensegel. Ganz hinten ist der Bereich für die Crew. Das heißt, wir gehen jetzt hier wieder einmal ein Deck runter, zurück auf das Violindeck. Und hier kann man mal schön diesen Buzzer drücken, dann geht die Tür auf. Und dann sind wir hier im kleinen Fitnessbereich. Theoretisch gibt es auch eine Sauna, in dem Fall war sie außer Betrieb, aber hier hinter wäre eigentlich auch eine Sauna, Dusche und hier haben wir eben drei Sportgeräte, dass man auch ein bisschen sportlich aktiv bleiben kann. Wenn die Landausflüge dazu nicht reichen, kann man das auch hier an Bord machen. Und durch diese Tür kommen wir jetzt ins zweite Restaurant, das ist ein Zuzahlrestaurant und nicht auf allen Reisen geöffnet. Jetzt hier auf unserer Kurzreise war es nicht geöffnet, aber auf längeren Reisen ist es dann durchaus auch mal geöffnet. Und hier hat man natürlich einen traumhaften Blick hinten über die Heckwelle hinweg. Und hier sehen wir das Ganze auch nochmal auf dem Foto. Also wirklich auch ein sehr schönes Panorama-Restaurant hier am Heck des Schiffes. Und von hier aus gehen wir nun wieder nach vorne, einmal hier durch die Tür durch und dann sind wir im Kabinengang des 300er Decks, also des Violindecks. Hier rechts nochmal der Zugang zum Fitnessbereich. Auch hier Kabinen mit 15 Quadratmetern und französischem Balkon und die ersten vier Kabinen vorne sind die Suiten mit 23 Quadratmetern nochmal deutlich größer. Hier links der Platz der Kreuzfahrtleitung und rechts haben wir dann nochmal eine kleine Bibliothek, wo man sich Bücher und Spiele ausleihen kann. Und hier sehen wir das Ganze nochmal auf dem Foto, dieses sehr elegante Atrium gefällt mir sehr gut, auch mit diesem Kunstwerk wirklich sehr schön gestaltet. Und damit haben wir dann auch schon alle öffentlichen Bereiche der Lady Christina von Plantus Kreuzfahrten gesehen. In den nächsten Videos seht ihr natürlich wie immer mehr vom Leben an Bord und dann zeige ich euch auch meine Kabine. Das war es aber erstmal für dieses Video hier. Hier könnt ihr sehen, von wem die Musik stammt und wann dann das nächste Video, der erste Vlog von Bord kommen wird. Bis dahin würde ich mich sehr über Likes, Kommentare oder einen geteilten Link freuen. Wenn ihr mehr Kreuzfahrt-Videos sehen wollt, dann folgt mir gerne und ich hoffe, dass wir uns dann im nächsten Video wiedersehen werden.